Mehr als ein Buch, mehr als ein Spiel. So warb der Klappentext des Buches Der Hexenmeister vom Flammenden Berg vom Thienemann Verlag 1983 für dieses neue Buchgenre. Die Rede ist von Fantasy-Abenteuer-Spielbüchern. Bei dieser Art von Büchern schlüpft der Spieler in die Rolle eines Helden und trifft in jedem der nummerierten Kapitel Entscheidungen, die den weiteren Verlauf des Abenteuers beeinflussen und bekämpft mit einem einfachen Würfelsystem auftauchende Monster. Entwickelt wurde dieses Konzept jedoch bereits etwas früher. 1975 gründeten die beiden Engländer Ian Livingstone und Steve Jackson die Firma Games Workshop, um Brettspiele und das Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons zu vertreiben. Da dieses Regelwerk für ein breites Publikum zu kompliziert war und außerdem mehrere Spieler benötigt wurden, suchten die beiden einen Weg, Rollenspiele auch dem Mainstream zugänglich zu machen. Da Heimcomputer und Spielkonsole damals noch in weiter Ferne waren, griffen sie auf das Medium Buch zurück und schufen ein Grundkonzept, das insgesamt 59 Büchern zugrunde lag und auch einige Nachahmer fand. Der Spieler würfelt zu Beginn seine Werte in Gewandtheit, Stärke und Glück aus und trägt diese in das sogenannte Abenteuerprotokoll ein. Zusätzlich kann er je nach Abenteuer mit Zaubertränken, Proviant oder ähnlichen Gegenständen starten. Nach einer kurzen Einleitung beginnt der Spieler das Abenteuer bei Abschnitt 1, wählt am Ende des Abschnitts zwischen zwei oder mehr Entscheidungen und liest bei dem jeweiligen Abschnitt weiter. Die Entscheidungen, die der Spieler treffen muss, sind vielfältig. Diese reichen von Wahl der Himmelsrichtung, in die sich der Spieler wendet, bis hin zu Interaktionen mit anderen Charakteren oder Gegenständen. Trifft der Held auf ein Monster, so muss er es in einem einfachen Kampfsystem niederringen. Das Monster besitzt ebenfalls Werte für Gewandtheit und Stärke, wobei die Gewandtheit das Geschick im Kampf und die Stärke die Lebenspunkte darstellen. Nun werden Kampfrunde um Kampfrunde zwei Würfel für den Helden und zwei Würfel für den Gegner geworfen und die jeweilige Gewandtheit addiert. Derjenige mit dem niedrigsten Wert wurde getroffen und büßt nun zwei Stärkepunkte ein. Solange im Text nichts anderes angegeben ist, wird dies so lange wiederholt, bis einer der Kontrahenten keine Stärkepunkte mehr übrig hat. Falls dies der Held ist, ist sein Abenteuer zu Ende. Mit diesem Konzept erschien 1982 das Erstlingswerk The Warlock of Firetop Mountain bei Puffin Books in England und ein Jahr später in Deutschland als Der Hexenmeister vom Flammenden Berg. Die Geschichte ist hierbei so klassisch wie einfach. Hier schlüpft der Spieler in die Rolle eines Abenteurers, der ein Labyrinth durchkämmen und den titelgebenden Zauberer besiegen muss. Während der Spieler den Flammenden Berg erkundet, sorgen einige stimmungsvolle Illustrationen für zusätzliche Atmosphäre und lassen den Spieler tiefer in die Welt eintauchen. Bei meinen Recherchen im Internet fiel mir jedoch auf, dass die englischen Originalausgaben anscheinend mehr Illustrationen als die deutschen Übersetzungen aufweisen. Aber wie dem auch sei, dieses Konzept schlug ein wie eine Bombe. Allein in Deutschland wurden im ersten Halbjahr 80.000 Exemplare verkauft, in Japan laut Jackson gar 250.000. Vom Erfolg angespornt, erschienen in jedem folgenden Jahr mindestens 4 Bücher, wobei jedes Buch immer nur von einem der beiden Autoren geschrieben wurde. Hierbei wurde das Grundkonzept beibehalten und meist um kleinere Zusatzregeln verfeinert. So spielt man im Nachfolgewerk Die Zitadelle des Zauberers von Steve Jackson einen Zauberlehrling, der sich zu Beginn eine begrenzte Anzahl an Zaubersprüchen auswählen darf, um die Gefahren des Buches zu überwinden. Das vierte Buch, Das Universum der Unendlichkeit, spielt gar im Weltraum. Hier muss der Kapitän eines Raumschiffs nach einem Zwischenfall sein Gefährt wieder zurück in die Heimatdimension leiten. Im Buch Das Höllenhaus findet sich der Spieler nach einem Autounfall in einer alten Villa wieder, aus der er recht zügig entkommen muss, um nicht von Zombies, Teufelsanbetern und ähnlichen Horrorgestalten getötet zu werden. Ab 1984 führten dann auch andere Autoren die Buchserie weiter. Diese wurden aber zum Großteil nicht mehr ins Deutsche übersetzt. Die Bücher selbst bauen nicht aufeinander auf und sind daher unabhängig voneinander spielbar. Viele der Fantasy-Bücher spielen allerdings auf dem Kontinent Alansia, der Fantasy-Welt Titan, und werden lose zusammengehalten durch kleinere Verweise auf Geschehnisse, Orte oder Personen aus anderen Büchern. Nach und nach wurden die Veröffentlichungen von Livingstone und Jackson immer spärlicher, bis sie den Büchern komplett den Rücken kehrten. So war 1986 für Steve Jackson mit Creature of Havoc Schluss, für Ian Livingstone bildete Armies of Death den vorläufigen Schlusspunkt.
Er ließ es sich allerdings nicht nehmen, 1992 zum 10-jährigen Jubiläum mit Return to Firetop Mountain nochmals zum flammenden Berg zurückzukehren. Mit Curse of the Mummy erschien 1995 dann endgültig das letzte Fightin' Fantasy Gamebook bei Puffin Books. Eine Neuauflage der Serie erfolgte dann ab 2002 bei Wizard Books. In Deutschland sorgte der Goldmann Verlag in den 90er Jahren nochmals für eine Neuauflage. Diese Taschenbücher wurden allerdings oft mit sehr seltsamen Titelbildern versehen. So prügelt auf dem Titelbild von Die Stadt der Diebe eine Art Space Marine mit seinem Lasergewehr auf ein Insektenwesen ein, obwohl es sich um eine klassische Fantasy-Geschichte handelt. Das eulenbärartige Wesen auf dem Titelbild von Das Labyrinth des Todes mag für ein Fantasy-Buch noch passend sein. Der Kerl im T-Shirt mit den halblangen Haaren gehört allerdings eher auf das Coverbild einer 80er-Jahre-Metalband. Auch der Titel von Der Tempel des Schreckens mit angestrahlter nackter Frau und einer Computerkonsole passt nicht so ganz zum Inhalt des Buches. Naja, gut, dass der Goldmann Verlag wenigstens die Illustrationen im Buch nicht geändert hat. Ja, und mein erstes Fantasy-Abenteuer-Spielbuch war dieses hier. Das ist ein Sammelband, der 1994 beim Bertelsmann Verlag erschienen ist. Und ja, ich war so begeistert davon dann, dass ich mir eben nach und nach die Ausgaben vom Goldmann Verlag dann auch gekauft habe. Die gibt's übrigens noch relativ günstig bei booklooker.de. Also da kostet das Stück so 2 bis 3 Euro, habe ich gesehen. Und ja, also das ist eine tolle Möglichkeit eben für diejenigen, die die Bücher auch heute noch spielen wollen, ohne horrende Preise dafür zu bezahlen. Ja, ich schreibe euch die deutschsprachigen Titel hier in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr bei Booklooker dann auch bequem suchen. Wer mag, der kann auch auf meinem Kanal vorbeischauen, denn ich möchte jetzt als kleine Würdigung von Steve Jackson und Ian Livingstone und ihrem Spielkonzept die Bücher Let's Playen und werde dabei beginnen beim Hexenmeister vom Flammenden Berg, dem Klassiker schlechthin. Einfach weil ich finde, dass das schon einen kleinen Meilenstein in Sachen Rollenspiel und Fantasy-Literatur darstellt. Und ja, das soll einfach auch nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb auf meinem Kanal werden jetzt nach und nach Let's Plays darüber folgen. Ja, wie sieht's mit euch aus? Kennt ihr die Bücher? Habt ihr die Bücher selber gespielt? Vielleicht habt ihr ein Lieblingsabenteuer? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde es mich freuen, wenn ich euch bei den Let's Plays darüber wieder begrüßen darf. Also, macht's gut, bis dann!